Meine Lieben, willkommen zu einem ganz kurzen neuen Video von mir. Ich habe hier alle drei Tipps schon vorbereitet und den vierten mache ich jetzt mit euch zusammen. Ich hoffe, ich habe ein paar Pink-Fans unter euch, weil ich finde, Weihnachten muss nicht immer rot und gold sein, sondern kann auch mal mit Pink und Weiß zum Beispiel gemacht werden. Und ja, die drei, da habe ich jetzt schon mein Schneeflockenmotiv drauf gemacht von der Mumie-Schablone 06 von der Festive Collection. Und zwar hier oben das Motiv habe ich genommen und ich habe das immer verschieden, so wie ich meinte, drauf gestempelt. Jetzt werde ich die zwei Rentiere hier nehmen und werde die in Schwarz stempeln. Dafür trage ich einfach etwas auf. Ziehe es ab, nehme es auf, gucke, ob es okay ist. Ist in Ordnung. Überschüssige Sachen kommen weg. Nehme mir meinen Tipp und stempel das Ganze genau in die Mitte. So. Jetzt habe ich leider einen Punkt mitgestempelt, ist aber nicht so schlimm. Jetzt nehme ich mir meine Platte wieder mit den Schneeflocken. Ich habe hier die Farbe genommen von P2. Das sind diese Volume Gloss Lacke. Und das ist die Nummer 180 Miss Velvet. Und ich finde diese Farbe einfach toll. Deswegen trage ich die jetzt hier auf. Und zwar möchte ich den hier haben und den hier unten. So, die drei. Ziehe das Ganze wieder ab. Moment, ich muss ein bisschen Platz machen. Nehme das Ganze wieder auf. Überschüssige Sachen werden entfernt. Und wieder so gestempelt, wie ich es haben will. Ich werde den hier unten noch entfernen. Muss ich mich beeilen. So, alles wieder sauber machen. Jetzt nehme ich die große Schneeflocke. Entferne wieder Sachen, die ich nicht brauche. Setze das Ganze wieder so an, wie ich es haben will. Und stempel das Ganze. Jetzt werde ich hier oben noch eine hinmachen. So, jetzt kommt hier vorne noch ein kleines Stückchen hin. So, ich versiegel jetzt alle vier und dann zeige ich euch das Endergebnis. Das ist jetzt das Endergebnis.
Und ich zeige es euch so. Ich finde, es ist richtig schön. Es ist mal was ganz anderes. Einfach ja relativ schlicht in Pink oder Rosa oder was auch immer für eine Farbe. Nicht dieses typische Rot, Gold und keine Ahnung was. Ja, das ist ganz schnell gemacht und super einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!